Kuckuck. So lohnt sich das eher. Hi, ich wollte eigentlich ursprünglich erst nur dies wieder hier machen. Aber dann habe ich gesehen, es gibt noch was Neues. Jetzt frage ich mich nur, ja, ist da Leben in Sorte Kokos, aber ich weiß nicht, ob damit das Kokos-Fruchtfleisch damit gemeint ist, was ja angeblich auch aus weißen Karotten hergestellt werden können, wie auch immer das dann heißt. Und weiße Karotten, es gibt auch Meerrettich, das sieht auch aus wie weiße Karotten. Das schmeckt aber dann nach wässrigen Karotten, aber halt eben nicht so nach Kokos. Und Kokos schmeckt ja eher nach so Gammelwasser oder nach Schimmel eher. Und das ist halt eben. Ich hoffe sehr, dass da anstelle von Kokosflocken eben dann Kokosmilchcreme-Füllung mit drin ist. Das finde ich geil. Aber ich weiß nicht, ob ich das so mögen würde, aber egal. Aber erstmal, was ist überhaupt so alles passiert? Ich stelle es mal runter, bevor es mir. Das will ich nicht ausprobieren, es passt so. Achso, ich habe mich irgendwie. Ich habe meinen eigenen Sabber verschluckt, ich weiß nicht. Ich bin Lama, ja, das ist. Darum sabber ich immer nicht ganz zeitig, weil ich immer los ist. Irgendwas stimmt mir nicht. Also, ein paar Sachen sind passiert. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, also ich mache es jetzt immer so, dienstags immer, wenn Rampenlichtstunde ist, mache ich mal ein bisschen so Food-Content. Vielleicht nicht jeden Dienstag, denn ich glaube, es ist auch nicht so viel, also es ist auch nicht jede Woche mal was da, was neu rausgekommen ist, was mich irgendwie juckt. Und es juckt mich und es ist neu rausgekommen, also das ist neu rausgekommen. Und ich dachte, wir probieren es mal durch. Wir gehen mal alles durch. Ich will das Ganze ja natürlich kontextbezogen betreiben, darum mache ich das Ganze systematisch so. Ich rede von etwas. Ich rede von drei unterschiedlichen Sachen, die nur in drei unterschiedlichen Zeiträumen passiert sind. Ich fange mit den Ältesten an zu reden und fange aber mit dem neuesten Produkt an, es aufzumachen. Wenn ich das aufmache, sage ich mir mal dazu. Die Nidoran weiblich Rampenlichtstunde war ja mal sowas von mies einfach nur. Da gab's nix. Es gab nicht mal doppelten Sternstaub, gar nichts. Und nicht mal irgendwie. Da gab es nur doppelte Fangbonbons und auch irgend so eine Fang-EP, was auch immer das sein soll. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Fang-EP gibt, aber. Ja, sagen wir mal, mir ist diese Fang-EP noch überhaupt nicht aufgefallen. Ja, und dann haben wir. Es riecht schon ziemlich arg nach Kokos. So gegen Ende von dieser Rampenlichtstunde, so in der letzten halben Stunde, habe ich halt eben im Hauptbahnhof von Nürnberg dann noch alle Nidorans weggefangen, weil ich halt eben, also alle Nidorans weiblich weggefangen, die halt eben noch da waren, weil ich halt eben zu viel Pokebälle noch über hatte, dachte ich, ich mach's einfach mal. Habe ich da mal, nein, ich habe da keinen Shiny gefangen. Die ganze Rampenlichtstunde über keins, aber ich habe auch nicht von Anfang an gespielt, falls auch nichts für mich war. Und jetzt kommen wir mal zu den Highlights. Was war noch genau? Am Freitag, da war doch noch was richtig Blödes. Da ist irgend so ein Google-Dienst wieder mal dazwischen gegangen, wo ich vielleicht zu laut war oder so und hat mich abgehört und wollte mir eine Frage brav beantworten, weil es halt eben. Ach, ich bin ziemlich ausgetrocknet, ich brauche was zum Trinken. Ich habe gerade die Vorhänge zugemacht, denn ihr könnt schon sehen, es ist schwer, total neblig. So wird es mit Sonne aussehen. Gar nicht gut. Darum versuche ich das ein bisschen abzudunkeln, dass man besser was sehen kann. Und darum hatte ich auch ein bisschen Probleme mit dem Titelbild. Und ich habe jetzt gerade hier beim ersten Take versucht, irgendwie diese Google-App zu finden. Ich habe die gesucht. Ich habe auch in Einstellungen gesucht. Ich finde diese Google-App nicht, die mich die ganze Zeit unterbricht und abhört. Aber, naja, eher in umgekehrter Reihenfolge, aber egal, was soll's.
Darum kann ich es auch nicht abstellen, weil ich es nicht mehr finde. Und ich weiß genau, dass ich diese Einstellung ja extra aktiviert habe, als diese App mich angefragt hat. Also ich habe seitdem, ich habe eine Zustimmung mitgemacht und alles mitgemacht, was sie wollten. Und jetzt finde ich das blöde Google-Mist-Ding gar nicht mehr. Das ist echt doof. Also, Entschuldigung, was gibt's überhaupt Neues? Wir kennen ja alle das klassische Toffifee. Also jetzt nichts für mich irgendwie, aber einfach nur, weil es alles von Toffifee ist. Wie schmeckt es? Scheiße, wie immer. Also wer auf gebratenen Zucker steht, wird ja Spaß haben. Also Toffees erleben, Karamell. Und Karamell heißt ja auf Englisch Toffee. Oder hat Toffee nichts mit Karamell zu tun und so was anderes? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, genau, stimmt. Es gibt ja, oder es geht ja dem ziemlich rum, dass von Herrn Mutter auch noch eine weitere Sorte geben soll, neben dieses Haselnussblitz, was echt, ne, Blitz, neben diese Kakaosblitz, die wirklich geil waren. In letzter Zeit habe ich das nirgendwo mehr gefunden. Oder ich habe einfach nur nicht mehr in die Lage geschaut, wo ich das her habe. Kann auch sein. Und jetzt haben wir noch den Tiramisu-Style. Den habe ich gar nicht gesehen. Und ist mir auch total egal. Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Das sieht danach nichts aus. Und so ein Hanuta anstelle von mit so einer Nutella-Creme, einfach mit so einer Milchcreme. Das ist sowas, was die auch überhaupt nicht braucht. Das ist ja einfach nur total verschenkte Potenzial, finde ich. Also Hanuta Tiramisu-Style oder nach Tiramisu-Art, wie auch immer das heißt, das ist mir egal, wie es heißt, das ist alles der gleiche Schmarrn, denke ich mal. Oder derselbe Schmarrn, nennt es, wie ihr es wollt, macht Unterschiede draus, wie ihr wollt und zerreißt euch drüber, wie ihr wollt, wie ihr meint, ist mir egal. Ich glaube auch nicht, dass das, wie heißt nochmal, nur der Tiramisu nach Tiramisu-Art überhaupt nach etwas schmeckt. Denn es sieht einfach nur weiß aus mit ein bisschen, mit hinten wieder ein paar winzig kleinen, so dunkelbraunen, so Stücken drinnen. Wie kann das nach etwas schmecken? Der Foodshow, der Bob, der hat das Ganze ja, der nennt sich Foodshow. Ich dachte, es wäre Foodtrend. Nein. Nein, es war wieder Spieletrend, war das. Ach, ich verwechsel die ganzen Namen immer, das ist egal. Der hat es probiert als zweites dann von den ganz großen Food-YouTubern da und hat gesagt, es schmeckt fast nach gar nichts. Ja, ach, was für eine Überraschung. Viel weiß, der ganze Rest Waffel und sonst weggespartes Kaffeeinhalt oder was auch immer der gemeint hat, was da drin sein soll. Ja, ach nee, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht, dass es nach nichts schmeckt. Ich meine, es sieht nach nichts aus, das musste nach was schmecken, oder? Was ist denn das für eine Logik überhaupt? Warum probiere ich das, wenn ich das schon auf den ersten Blick sehe? Das ist doch Quatsch, oder nicht? Darum schaue ich auch immer, was überhaupt wirklich ist. Natürlich können die nichts anderes drauf abbilden, als was es in Wirklichkeit ist. Anstelle davon, dass wir hier so eine Nougat-Creme um diesen Schokopunkt drumherum haben, haben wir hier einen Schokoring um den Schokopunkt. Auch die ganze Verpackung ist nicht dieses Braun da, sondern es ist so eine rote Verpackung eher. Nein, das rot und das rot und der ganze Rest ist braun. Nur die Kamera
Wenn ich es näher dran halte, dann verschwimmt es eher. Na, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich muss ein bisschen langsamer damit machen. Aber dieses Doppelschokolade, das ist so übel lecker. Das geht voll ab. Das ist sowas, wo ich euch nur raten kann, bunkert es, weil es echt extrem lecker schmeckt. Und ich finde, sowas darf man auf keinen Fall imitieren, weil es einfach so übel lecker ist. Also, so sieht es aus. Das ist. Das will ich schon wieder nicht. Ne, das will nicht, das will nicht, das will nicht. Wenn ich es weiter weg halte, dann wird es ein bisschen heller, oder? Ist halt einfach. Das ist wirklich lecker. Geile Schokobombe. Also geile Schokobombe nochmal. Ist einfach nur das Beste. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Das Doppelschoko ist echt extrem lecker. Das macht Spaß. Jetzt geht's los. Also beim ersten Raufbeißen fühlt sich das an, wie als wäre es so krokant, also so crunch halt eben. Und dann wird es doch zu Kokosflocken. Aber sonst so vom Geschmack. Und so vom gesamten Gefühl fühlt sich das eher, kommt es dann eher wie so eine Kokosmilchcreme vor. Spannend. Also da passiert echt eine Menge. Da steht ja nur Kokosnuss drauf, aber. Das ist ein echt wahnsinniges Gefühl, auf die Dinge da drauf zu beißen. Denn dieser weiße Ring da drumrum, der beim ersten Mal draufbeißen, fühlt sich das total crunchy an, wie so krokant. Und dann wird es aber sofort zu Kokosraspeln und dann schmeckt es aber, wie als wäre es so eine Kokosmilchcreme-Füllung. Und genauso fühlt sich das die ganze Masse dann noch an. Aber wenn man da drauf beißt, dann fühlt sich das, wenn man da schon mal drauf gebissen hat, weiterhin nach Kokosflocken an. Aber wenn man beim ersten Mal erst auf sowas drauf gebissen hat, dann fühlt sich es erstmal nach Crunchy an. Also total verrückt. Sowas kannte ich bis dahin noch gar nicht. Klar, von Müllmilch gibt es jetzt auch so ein paar neue Sorten, die lasse ich extra weg, weil ich keinen Bock drauf habe. Und ich denke, das passt auch so. Man muss nicht immer alles mitmachen. Also ich zumindest nicht.
haben hier noch den direkten Vergleich, wie das so in echt ist. Ist so dunkel, dass die Kamera das nicht scharf machen will. Ja, jetzt ist alles verschwommen. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Oder kann man was sehen? Ich weiß es nicht. Ein kleines Side-by-Side-Vergleich. Ach, das springt als erstes raus als klar. Und da in der Sonne ja angeblich zumindest zwischen den Toffees halt eben immer drücken. Das mache ich auch so. Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist Toffee, wie wir das kennen. Außen Karamell, innen hellbraun. In der Mitte dunkelbraun. Das doppelt schokoladige Toffee. So sehen beide von außen aus. Und so von innen. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich das einfach mal so umtausche. Jetzt kann man vielleicht den Kontrast besser sehen. Das ist normale Toffee. Und das ist das doppelt schokoladige. Das ist übertrieben lecker. Das brauche ich eigentlich nicht, aber vielleicht kann man das auch zusammen gut essen. Ich weiß nicht. Probieren wir es mal aus. Das ist eigentlich eine echt blöde Idee, oder? Ich mach's trotzdem. Mal schauen, was passiert. Naja, nicht so. Also mischen lässt sich überhaupt nicht, aber hätte sein können. Also für mich nach wie vor, das ist Pfui. Und das auch. Also weg damit. Das ist wirklich extrem lecker, finde ich. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Ich mag sowas echt sehr. Das einfach nur, weil es nicht nur süß schmeckt, sondern auch überhaupt nach etwas. Das finde ich echt geil. Also ist so wie bei so einem Sandwich. Das sind die beiden Toastscheiben, die wir nicht so mögen, aber der Inhalt, das ist immer der Belag, die Sorte ist immer das Beste. Das kam erst raus, dann das und dann das. Das kommt zuerst, dann das, dann das. Ja, es ist halt eben sehr dunkel. Ja, jetzt kann man es ein bisschen sehen, denke ich mal. Sonst, naja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Food-Content von mir so findet. Ob euch das was bringt, ob ihr Spaß dran habt oder nicht. Mal schauen. Ich muss jetzt erstmal noch schauen, möglichst viele Vipitis zu fangen. Ich will einen 100er Shiny haben. Das wäre geil. Naja, ihr habt, glaube ich, schon mal einen Post über Vipitis gesehen. Das erste Vipitis, was bei mir näher war, war erst da, bei dem Busfahrplan. Es war dann wieder weg. Dann das erste, was ich dann doch erwischt habe, war am Spielplatz und da habe ich dann mein erstes Vipitis fangen können. Das war sofort ein Shiny.
Zwar zwei Nuller Shiny, aber das, nein, ich glaube, es war sogar ein Zwei-Sterne-Shiny, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen. Ich merke es aber auch nicht. Aber ich habe ein Bild von diesen Shiny wie Beatles gemacht. In meinem Community-Tab. Ein bisschen was dazu geschrieben. Aber wie Beatles. Ich brauche 100 VPTs auf jeden Fall. Besten noch als Shiny. Das wäre geil. Aber 100 VPTs muss es werden. Ey, ich bleib echt dran. Ich bleib sowas von dran. Egal. Dann das zweite VPTs, was ich gefangen habe, war ein vielleicht 97%, 96%, 95%, irgendwie sowas um den Dreh rum. Es war schon. Ich denke schon, es waren 97% Repeaters, für mich, die alles getäuscht hat. Oder ein bisschen weniger so, kann auch sein. Auf alle Fälle war es weit über 3 Sterne bewertet. Und es war zwar kein Shiny, aber es war weit über 3 Sterne bewertet. Sehr weit über 3 Sterne. Und das war, es war schon fast ein Hunderter. Nicht ganz ein rein, ich meine nicht ganz ein 97%, aber fast 95, 96, 97%. Irgendwas um den Dreh rum. Aber das hätte ich behalten sollen, aber ich bin so sicher, ich werde noch ein 100er VPTs fangen. Es wär, ich bleib dran, das werde ich bestimmt schaffen. Wenn nicht, dann muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Ich habe übrigens schon die Timestamps für das neue Speed Champions Pullback aufgeschrieben. Das werde ich jetzt dann gleich erstmal im. Wenn das Video davon, wenn es auch wieder davon bevor das Video, bevor es auch wieder davon hochlädt, erstmal da reinjagen und dann bis dann erstmal. Sonntag schauen wir uns den City Space Rover an und am Montag bauen wir das Aladdin-Schloss auf. Habe ich euch aber schon das Wochenende gesagt. Sonntag und Montag oder so, ja. Am Montag habe ich das, glaube ich, schon zu euch gesagt. Also gestern von euch aus gesehen. Und bis dann erstmal, ciao.